Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück bei Mario Kart 8 Online. Und ich weiß nicht, warum ich nicht meine normale Begrüßung verwendet habe für dieses Video. Wir befinden uns in dem Käseland mit Lucky Two und dem lustigen Pünktchen-Kart. In der Form habe ich, glaube ich, auch noch nicht gefahren. Nach dem letzten Desaster mit Bowser habe ich gedacht, ich brauche mal jemand anderen. Ach, läuft schon mal sehr gut. Unser heutiges Thema ist ein sehr interessantes. Es ist ein Thema der Extraklasse und es ist durchaus möglich. Ich nehme das Ganze am 2. Oktober um 14:39 Uhr aus auf. Es ist durchaus möglich, dass um 15 Uhr zum Beispiel plötzlich dazu was angekündigt wird. Man weiß heutzutage leider nie. Komme ich hier rüber? Natürlich nicht. Nein, gewissermaßen schon. Und zwar soll es heute gehen um NX. Und zwar genauer gesagt um wann kommt NX. Denn es wird schon seit Monaten spekuliert, wann dieses Ding dann endlich vorgestellt wird. Wir haben noch keinerlei Informationen zu diesem Gerät. Beziehungsweise die Informationen, die wir haben, die werde ich euch gleich nochmal zusammentragen, die mir gerade so spontan einfallen. Du Arschloch. Aber von Nintendo offiziell noch nichts. Wir haben noch gar nichts. Wir haben zahlreiche Leaks und Gerüchte und Rumors und so ein Scheiß, aber richtig was wissen tun wir gar nicht. Das ist halt ein bisschen Scheiß. Und zwar, Nintendo NX wurde vorgestellt. Noch gar nicht, lol. Wurde angekündigt, ich glaube, 2015 im März, glaube ich, haben wir zum ersten Mal was davon gehört. Bin ich da auf dem richtigen Dampfer? Haben sie auf E3 2015 haben sie gesagt, nächstes Jahr zeigen wir euch mehr. Da haben natürlich alle gedacht, okay, E3 nächstes Jahr, easy. Geht so schlecht. E3 nächstes Jahr wird easy. Tja, Pustekuchen. E3 dieses Jahr, kompletter Fokus auf Breath of the Wild. Anfangs habe ich es nicht verstanden, mittlerweile muss ich sagen, war eine gute Entscheidung. Auch wenn ich nach wie vor finde, dass sie zu viel vom Spiel gezeigt haben. Aber das ist nur meine Meinung. So, und dann natürlich die Frage gewesen, wann kommt der nächste jetzt raus? Und die Gerüchteküche brodelte wie Hölle. Zunächst ging es, glaube ich, um den Controller. Ne? Es ging, glaube ich, zuallererst um diese ganzen Controller-Geschichten, mit diesem ovalen Ding, was da nach dem Patent nachempfunden war, was ziemlich gut gefaked war. Was sich aber dann als Fake herausstellte. Wo ja noch Leute irgendwie geforscht haben mit irgendeiner Spiegelung eines Baumes im Display. Und dann dachten, das wäre von irgendeinem Entwicklerstudio, irgendwie Ubisoft oder so, ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall ziemlich eigenartig, was dort alles für Theorien aufgestellt wurden, was das Ding wohl sein könnte. So, zweimal ein Schiff, Wolkenstraße. Und dieser ovale Controller, wo das Display praktisch genau überall, über das ganze, die ganze Vorderseite geht und die Knöpfe da nur rausgucken. Ja, stellte sich jetzt Fake heraus. Allerdings ist es nicht auszuschließen, dass wir sowas in der Art tatsächlich als NX-Controller sehen werden. Also, ich meine jetzt einen Controller mit Display. Denn da gab es ja dann auch Leaks, beziehungsweise ja, diese Patente, glaube ich, zu. Ein Bildschirm mit Controller-Elementen, die sich nicht nur abnehmen lassen, sondern auch beliebig anordnen lassen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das wäre nichts Neues. Ja, ihr denkt euch jetzt, hä? Wo hat Nintendo denn sowas schon mal gemacht? Wo konnte man denn zum Beispiel das Steuerkreuz mit dem Control-Stick austauschen? Nun, ganz einfach gesagt, das Ganze war geplant für den Nintendo 3DS. Ja, da haben sie schon gesagt, okay, vielleicht machen wir das so, dass wir das Circle-Pad, Schiebepad mit dem Steuerkreuz austauschen lassen, dass man das einfach beliebig anordnen kann. Das wurde dann rausgenommen. Aber das war so eine Idee, die sie hatten. Also es wäre nicht komplett neu. Falls das zu utopisch klingt. Und mittlerweile hat sich ja schon so diese Meinung etabliert, dass NX ein Hybrid sein wird aus Heimkonsole und Handheld. Ne, dass man das Ding unterwegs mitnehmen kann, wie so ein 3DS. Und der dann so zum Beispiel 720p Display-Grafik hat, ihr wisst schon, was für ein Handheld voll okay wäre, vor allem für Nintendo.
Vor allem kommt es ja auch nicht auf die Resolution an, sondern auch auf so die grafische Qualität der Texturen und so. Ja, da spielt die Auflösung mit rein, aber man kann ja auch die Auflösung ein bisschen runterschrauben und dafür zum Beispiel mehr Details oder mehr, ja, zum Beispiel so Effekte und so reinhauen, genau. Nichtsdestotrotz kann man dann aber zu Hause, wenn man das möchte, den Typ da wegsprengen, kann man zu Hause das Ding an einen, ja, Adapter mehr oder weniger anschließen und dann an den Computer, genau, an den Fernseher verbinden. Also so eine Art, ich stelle es mir momentan immer so vor wie das Video Gamepad Ladedings, wo man das Gamepad draufstellen kann, damit es lädt. So stelle ich mir das vor, nur dass dann halt hinten ein HDMI-Ausgang dran ist und kein USB, sonst irgendwas, was dann im Gamepad dran ist. Ja. Sicherlich hat das Ding dann auch eine Ladefunktion, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber vor allem kann man halt per HDMI das an den Fernseher anschließen, was dann auch ermöglichen würde, das ganze Teil aufzunehmen. Das ist dann das Wichtige für uns Let's Player, ne? Kann man in nichts so einfach aufnehmen oder muss man da dann wieder so Scheiße machen wie beim 3DS? Das ist halt die Frage. Und deswegen hoffe ich doch, dass man das wirklich so mit so einem Ding an zu Hause per HDMI dann anschließen kann. Weil sonst wird das ziemlich kompliziert. Müsste man zur Not abfilmen oder was? Nee, gar keinen Bock drauf. Deswegen, das wäre schon ziemlich cool. Außerdem gibt es Gerüchte, dass dieses, ja, Anschluss-Dingsbums für den Fernseher zusätzlich die Grafik-Power des NX-Handhelds verbessert. Wäre nichts Neues. Nintendo hat schon in der Vergangenheit häufiger mit, ja, Hardware, externer Hardware auch rumgespielt, die grafische Qualität verbessert, wie zum Beispiel den, wie hieß er denn jetzt? Im Super Nintendo. Super FX-Chip, hieß der so? Ich hab's leider gerade vergessen. Oder auch das Expansion Pack beim N64. Deswegen, das wäre nicht unwahrscheinlich, dass man außerhalb des eigentlichen, der eigentlichen Konsole noch was an der Grafik zum Beispiel schrauben könnte. Ist realistisch, kann man machen. Ist nicht abwegig. Halte ich das für realistisch? Ja. Denn es wurde schon sehr oft gesagt, Nintendo NX wird etwas ganz Neues. Und etwas, was es so noch nicht gab. Und von so einer Sache habe ich so in der Form noch nicht gehört. Es hat Ähnlichkeiten mit der PlayStation Vita, die ja auch PlayStation 4 Spiele mit unterwegs dann mitnehmen konnte. Aber so wäre es natürlich ein ganz eigenes Level, denn da hat man eine Konsole. Eine einzelne Konsole, eine einzige, für alles. Für zu Hause und für unterwegs. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber unterwegs, ich benutze meinen 2DS eigentlich nur zu Hause. Ich habe den nie irgendwo mit, außer halt im Urlaub. Aber ich habe auch noch nie, gut, liegt vielleicht daran, dass ich auf dem Dorf wohne, aber habt ihr schon mal Leute irgendwo in der Bahn oder irgendwo gesehen, die im Bus zum Beispiel, die da mit einem 3DS sitzen und zocken? Also ich kann verstehen, wenn Leute das machen, weil es macht schon Sinn. Aber habe ich so noch nicht gesehen. Also ich benutze meinen Handheld eher zu Hause. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob diese Handheld-Komponente überhaupt für mich irgendwie reizvoll wäre. Wo es natürlich geil wäre, wäre, wenn du zu einem Freund gehst und ihr wollt zusammen zocken und du kannst dann einfach da dein Ding anschließen und dann könnt ihr einfach da zusammen zocken. Auf dem Fernseher von einem Kumpel oder so. Das wäre schon mal cool. Weil bei der Wii U brauchst du dann da zahlreiche Kabel. Gut, das Verbindungsding brauche ich wahrscheinlich auch einige Kabel. Ah! Nintendo ist kundenfreundlich. Die würden sich was einfallen lassen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wo natürlich dann auch, what the fuck, das unterstützt wurde, war, ich glaube, vom Pokémon Company CEO, wenn ich mich nicht täusche. Der hat sowas in der Art angedeutet, dass es tatsächlich so ein Hybrid ist. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber das ging auch ziemlich rum im Internet. Sodass ich jetzt persönlich wirklich sagen würde, das ist confirmed. Ubisoft hat auch gesagt, yo, das ist wieder sowas typisch Nintendo-mäßiges. Das wird super, das wird klasse, wir lieben das. Das Ding ist, das haben sie bei der Wii U auch gesagt. Und was ist damit passiert? Naja, wir wissen es alle. So gut diese Wii U-Konsole an sich doch eigentlich ist. Tja. Und natürlich ein weiterer sehr interessanter Punkt, wo die Leute sich natürlich heftig
Wichtigste drüber unterhalten und drüber diskutieren, sind die Spiele. Denn was bringt dir ein Handheld oder generell eine Konsole, auch egal mit welcher grafischen Leistung, ohne Spiele? Da hat Reggie Fils-Aimé natürlich schon recht, dass die Konsolen von Ich hasse euch alle bis zu den Tod von Nintendo nicht über grafische Leistung definiert werden, sondern über ihre Spiele. Da hat der gute Mann schon recht, ja. Aber dann liefert auch die Spiele. Ne? Nicht so wie bei der Wii U. Ihr habt es auch mitbekommen, beim 3DS war es auch so. Ein Mangel an Spielen ist gefährlich für Konsolen. Und als sie dann 3DS-Spiele rausgebracht haben, so Mario Kart, Super Mario 3D, Land, sowas, dann ging die Konsole auch ab. Ne? Die System-Seller, die braucht's halt. Gut, da ist natürlich diese Frage, sollte man diese System-Seller wie Mario Kart zum Beispiel relativ zu Anfang des Systems raushauen, der Lebensspanne, oder lieber warten für schwere Zeiten? Was die Spiele angeht, es gibt da ja auch schon so Gerüchte, dass ein neues Super Mario-Spiel und ein neues Pokémon-Spiel innerhalb der ersten 6 Monate nach dem Launch rauskommen. Ja, würde ich unterstützen. Aus dem ganz einfachen Grund, Super Mario 3D World ist dann 4 Jahre alt. Alter, als ob das schon so alt ist. Ne? 2013 im November rausgekommen. Nach 6 Monate nach Launch wären dann September. Fällt mir dazu auf. Bei der NX. Kommt im März raus, wenn dann September. Kommt hin mit einem Super Mario Spiel. Dass Zelda Breath of the Wild kommt, wissen wir ja schon. Und ich bezweifle auch nicht, dass es ein Launch-Titel sein wird. Das wäre schon echt ziemlich dämlich von Nintendo, wenn es keiner wäre. Also Breath of the Wild haben wir schon mal. Mario halte ich für realistisch. Und dann kommt Pokémon. Dann kommt die Pokémon-Komponente. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Pokémon ist immer so eine Geschichte. Wenn die sagen, Pokémon-Spiel. Vor 20 Jahren hätte man gesagt, geil, eine neue Edition. Was zur Hölle, wie schnell war der denn jetzt? Aber mittlerweile, könnte es auch ein Poképark Wii oder ein Pikachus Donnerblitz Supermalbuch sein. Es ist völlig offen. Also es ist komplett, es kann komplett alles sein. Es muss kein Pokémon Z sein, es muss kein Pokémon Stern sein, es muss kein Pokémon Sinnoh Remake sein. Wobei, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich überlege gerade, wow, voll komisch verdüttet. Pokémon Diamant und Perl kam 2007 raus, Platin 2009. Das bedeutet, das sind dann 10 Jahre. 10 Jahre! Alter. 10 Jahre nach Release der 4. Generation ein Remake. Ist das realistisch? Ja, auf jeden Fall. Das Problem an der Geschichte ist, wir hatten 2014 erst Pokémon Omega Rubin Alpha Saphir, wobei das sind ja schon 3 Jahre. Das sind dann ja auch schon 3 Jahre seitdem. Also, das kann ich mir sogar auch vorstellen, dass wir dann doch vielleicht 2017 schon ein Remake von Sinnoh sehen werden. In HD auf NX. Holy shit. Da könnte sich natürlich doch um ein Editions-Pokémon-Spiel zum ersten Mal auf einer Heimkonsole. Heimkonsole ist so eine Sache, ne? Handeln. Das wäre schon ziemlich cool. Ich würde es feiern. Weil Sinnoh ist cool und das ist alles scheiße. Und ich fände es geil. Also Pokémon, das kann ich mir sogar in der Form sogar irgendwie vorstellen. Also Mario, Pokémon, Zelda. Das sind schon mal 3 überaus große, ich glaube die 3 größten Franchises von Nintendo. Kann das sein? Was könnte noch größer sein? Wenn man es dann noch irgendwie hinkriegen würde, dass man Pokémon Go mit NX, beziehungsweise mit Pokémon, sagen wir einfach mal, Glitzer-Diamant verbinden kann, wäre epic, ne? Angeblich 7000. Angeblich soll man ja auch für Pokémon Sonne und Mond Pokémon Go irgendwie verbinden können. Inwiefern? Keine Ahnung. Haben sie aber mal gesagt. Was hätte ich denn sonst noch gerne für Spiele? Das ist halt aber das Problem. Retro Studios arbeiten ja schon seit geraumer Zeit an irgendeinem geheimen Spiel.
Ach so, was mir gerade auch einfällt, was diese Theorie Handheld-Heimkonsole zusammen unterstützt, schon vor einigen Jahren, ich glaube, es war vor 3 Jahren oder 4 Jahren sogar schon, na, 3 Jahren eher, hat Nintendo die Sparte für Heimkonsole und Handheld zusammengelegt. Vorher waren die getrennt, die Entwickler-Dingsbums da, und mittlerweile sind sie zusammen in einem. Das unterstützt doch irgendwie die Idee, dass NX eine Konsole sein wird, oder? Für alles. Dass man nicht mehr ein 3DS und eine Wii U braucht, um alle Nintendo Games zocken zu können, sondern dass du einfach nur eine NX brauchst, um alles Neue von Nintendo spielen zu können. Aber wie gesagt, Retro Studios arbeiten an irgendwas, und es könnte natürlich sein, dass es ein Metroid Prime 4 ist. Wurde ja wohl so anscheinend am Ende vom Federation Force 3DS-Spiel so ein bisschen geteasert. Könnte sein. Ein neues Donkey Kong würde ich mal bezweifeln. Denn es hat 4 Jahre gedauert, bis ein neues Donkey Kong rausgekommen ist zwischen Returns und Tropical Freeze. Und dann würde ich damit so schnell nicht mehr rechnen. Ich weiß nicht genau, ob Tropical Freeze so ein großer Erfolg war. Nicht so groß wie Returns, das ist klar. Ich meine natürlich auch immer in Wii U-Verhältnissen, ne? Ich denke, Nintendo denkt da auch eher in Wii U-Verhältnissen, ob Spiele ein Erfolg waren. Zum Beispiel Splatoon war in aller Hinsicht ein Erfolg, nicht nur auf Wii U-Hinsicht. Splatoon 2. Noch nicht zum Release. Nein, Splatoon 2 kommt nicht zum. Nicht in diesem Release. 6 Monate Raumfenster linksrums. Dafür ist Splatoon noch zu neu. Das kam erst vor einem. Na gut, nicht vor einem guten Jahr, aber. Wann kam es? 20. Mai? 2015? Kann es sein? Es ist noch nicht so alt. Und deswegen glaube ich nicht, dass das dann schon ein neues Spiel bekommt auf Wii U. Kann ich. Auf NX. Kann ich mir nicht vorstellen. Es wird ein Splatoon 2 kommen, aber halt nicht 2017. Ansonsten ein neues Wii Party oder so. Oder ein Wii Sports irgendwas. Wobei ein Wii Sports kann es ja nicht sein. Dann wäre es ja ein NX Sports. kann ich mir auch vorstellen. Irgendwie sowas. Generell erstmal einfach so ein Spiel, was die Fähigkeit der Konsole rausstellt. So ein Wii Sports bzw. Nintendo Land für die NX. Also halt, ne, so in der Art. Ein Spiel, was einfach zeigt, das kann die Konsole, das kann man mit anstellen, das gibt es für lustige Minispiele und so weiter und so fort. Einfach, um das mal ein bisschen den Leuten zu zeigen. Ja. Aber ja, das wären eigentlich so meine Wünsche. Ich hätte auch gerne Core-Hardcore-Games auf NX zum Launch. Nicht für mich primär, sondern einfach generell, dass die Leute sehen, okay, es gibt ja auch noch was anderes. Und, sollte das eines Tages rauskommen, GTA 6. Das will ich gerne auch mal spielen. Auf NX. Aber sonst sind das so meine Gedanken zu NX. Wann wird sie vorgestellt? Oktober. Ich schätze mal nächste Woche. Hoffentlich in den Ferien. Hoffentlich in den Ferien. Wirklich. Wenn es nicht in den Ferien ist, das wäre echt schon scheiße. Aber in den Ferien wäre ultra nice. Deswegen Nintendo macht es einfach. Meinetwegen diese Woche kündige ich es 2 Tage vorher an. Dann könnte es Dienstag sein. Das wäre ganz cool. Ansonsten dann nächste Woche. Das sind meine Gedanken zu NX, eure in die Kommentare und dazu bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. NX. Stellt sie jetzt vor. Sofort. Arschloch. Tschüss.